Wir möchten hier diese fünf Subtraktionen vornehmen. Um zwei Brüche zu subtrahieren, macht man sie gleichnamig und dann subtrahiert man die Zähler. Wir suchen also von 4 und 9 einen gemeinsamen Nenner. Der ist natürlich 36. Also multiplizieren wir im ersten Bruch unten und oben mit 9 und im zweiten Bruch unten und oben mit 4. Somit haben wir beide Brüche so erweitert, dass wir einen gemeinsamen Nenner 36 gefunden haben. Und jetzt brauchen wir nur noch die Zähler zu subtrahieren. Dieser Zähler ist 99 und dieser Zähler ist 20. 99 minus 20, das macht 79. Und diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Zweites Beispiel. Wir haben hier 7 Zehntel minus 1 Achtel. Auch hier suchen wir einen gemeinsamen Nenner. Man versucht, ihn so klein wie möglich zu nehmen. Aber es ist nicht schlimm, wenn er auch größer ist. Dann wird eben ganz zum Schluss noch vereinfacht. Hier ist der gemeinsame Nenner natürlich 40. Wir multiplizieren diese 10 mit 4. Also müssen wir auch oben mit 4 multiplizieren. Und wir multiplizieren diese 8 mit 5. Also müssen wir auch oben mit 5 multiplizieren. So erhalten wir diese Rechnung 28 minus 5 auf 40. Und 28 minus 5, das macht 23. Diesen Bruch 23 Vierzigstel kann man nicht mehr kürzen. Nächstes Beispiel, 7 Zwölftel minus 14 Achtzehntel. Ehe wir hier einen gemeinsamen Nenner suchen, können wir diesen Bruch kürzen. Der ist kürzbar durch 2. 14 geteilt durch 2 macht 7 und 18 geteilt durch 2 macht 9. Wir suchen jetzt also einen gemeinsamen Nenner für 12 und 9. Wenn wir 12 mit 3 multiplizieren, dann erhalten wir 36. Und wenn wir 9 mit 4 multiplizieren, dann erhalten wir auch 36. Also nehmen wir als gemeinsamen Nenner diese 36 und was übrig bleibt, ist die Differenz der Zähler, das heißt 21 minus 28. Wir brauchen nur noch diese Differenz auszurechnen und finden somit minus 7 36. Da man den Bruch nicht mehr kürzen kann, ist diese Übung beendet. Nächste Übung. Hier erkennen wir sofort, 17 26 kann man nicht kürzen, aber 39 156 wohl. Denn 156 ist genau das Vierfache von 39. Also können wir diese Differenz so umschreiben. Wir werden jetzt einen gemeinsamen Nenner für 4 und 26 suchen. Wenn wir 26 mit 2 multiplizieren, dann erhalten wir 52. Und wenn wir 4 mit 13 multiplizieren, dann erhalten wir auch 52. Also machen wir das. Der erste Bruch wird um 13 erweitert, der zweite Bruch wird um 2 erweitert und somit haben wir einen gemeinsamen Nenner. Jetzt reicht es, die Zähler zu subtrahieren. Wir rechnen also 13 minus 34 geteilt durch 52. So. Und 13 minus 34, das macht minus 21. Diesen Bruch kann man nicht mehr kürzen. Also, nächste Übung. Wir sehen hier 4 auf 225, den Bruch kann man nicht kürzen, und 11 Neunzigstel auch nicht. Also suchen wir einen gemeinsamen Nenner. Wir erkennen schnell die 450. Es reicht, 225 mit 2 zu multiplizieren, dann müssen wir aber auch oben mit 2 multiplizieren und 90 mit 5 zu multiplizieren, dann müssen wir aber auch oben mit 5 multiplizieren. Somit haben wir beide Brüche erweitert und somit finden wir den gemeinsamen Nenner 450. Was also übrig bleibt zu rechnen, das ist 8 minus 55 geteilt durch 450. Und 8 minus 55, das macht minus 47. Die Endantwort ist also minus 47 450, denn diesen Bruch können wir nicht mehr kürzen.